Hey Leute, hier ist wieder Chance das Raptor und zwar heute mit einem kleinen Video, was eigentlich nicht auf meinem Kanal kommt, und zwar eine Preview von Battlefield Hardline, und zwar die Beta-Version, wie ihr links oben erkennen könnt. Und zwar spielen wir heute einfach nur ein kleines Schnellspiel, und zwar Überfall. Ich finde es der spannendste Modus. Eroberung kennt man ja schon aus Battlefield, einfach ein klassisches Eroberungs-Game mit drei Kontrollpunkten. Hotwire ist neu, da müssen Verbrecher Zielfahrzeuge klauen und eben an den verlangten Punkt bringen, keine Ahnung. Und Überfall ist jetzt mal ganz was Neues, würde ich sagen. Deswegen spiele ich einfach eine Runde Überfall. Ja, vielleicht höre ich mich ein bisschen anders an. Es ist gerade Samstag, kurz vor Arbeit, heißt 6 Uhr irgendwas. Unten sieht man schon richtig geil hier diese Meldungen. Breaking News über eben diesen Banküberfall. Ich will es mal so sagen, Battlefield Hardline schafft das, wofür GTA irgendwie 2 Jahre braucht oder 1,5 Jahre. Hier ganz klassisch dieses Spawnfenster, ein bisschen optimiert, und ich spiele jetzt einfach mal Mechaniker. Rechts unten der Counter und wann man gespawnt wird. Das kotzt mich in Battlefield immer noch ein bisschen an, dass es eine Spawnverzögerung gibt, und ich nehme an, ich muss meine Empfindlichkeit gleich höher stellen, weil immer wenn ich aufnehme, nehme ich auf einem größeren Fernseher auf, ich weiß nicht wie viel Zoll. Auf jeden Fall, der hat so eine Verzögerung, damit kann ich gar nicht spielen. Und da muss ich meine Empfindlichkeit vielleicht auf 50 hochstellen. Vielleicht hilft es wenigstens ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich auf so großen Fernsehern gar kein Aim. Ja, heute ist wie gesagt Samstag. Der 6. Nee, der 7. 7.2. Es laggt gerade ein bisschen. Am Freitag, den 13., wird ein kleines Special kommen. Oh nein, ja krass, ich habe nicht mal Aim, Alter. Ich hab nicht mal Aim! Das gibt's doch nicht, aber er hatte noch 37 Gesundheit. Hier sieht man übrigens dieses Death Board, sage ich jetzt einfach mal rechts unten, links unten die Gesundheit, der Rang vom Gegner. Alles so ein bisschen übernommen vom alten Battlefield. Die Grafik, die finde ich jetzt eigentlich echt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so ultra geil. Also es ist auf jeden Fall schon echt gut. Naja, so über die Grafik kann man echt nichts sagen. Hier sehen wir jetzt verteidigt den Tresor. Wir spielen jetzt Polizisten, es gibt auch Räuber. Als Polizist ist eben unser Ziel, dass wir den Tresor verteidigen. Es gibt Räuber, die müssen den Tresor aufsprengen und diese Pakete aus dem Tresor eben zum Helikopter bringen, und er kommt einfach um die Ecke und scheißt mich tot. Ey, ich könnte ein bisschen kotzen. Normalerweise lade ich ja keine solchen Shooter hoch, also so COD Battlefield-mäßig, einfach weil ich dazu noch keinen passenden Fernseher habe, weil ich komme mit der Verzögerung echt gar nicht klar, und soweit ich weiß, kann man die auch nicht umstellen. Aber jetzt mache ich einfach mal so eine kleine Preview über dieses Game, weil die Beta-Version war auf der Startseite vom Xbox One-Menü einfach drauf, und da habe ich mir gedacht, lade ich sie einfach mal runter und mache eine kleine Preview drüber. Nee, das Preview war gar nicht geplant. Ich habe einfach mal ein bisschen gespielt und da habe ich gedacht, ja, komm, könnte ich einmal bringen. Aber ohne Aim hier ein bisschen was schaffen ist auch gar nicht so einfach. Aber es läuft irgendwie nicht so auf so großen Fernseher. Nur wegen dieser scheiß Verzögerung, was mich irgendwie richtig ankotzt. Ich weiß nicht, das ist so eine Sekundenverzögerung oder nicht mal, vielleicht eine halbe Sekunde. Aber es macht einfach enorm viel aus. Habe ich jetzt. Ach, das ist ein Paket, oder? Ja, ich nehme an, das ist ein Paket von den Gegnern. Ja, ey, von hinten einfach. Dieses Spiel, das kriegt einfach mein Leben. Hier gibt es wieder all möglichen Krimskrams an Waffen. Ach, Reanimation, cool. Okay, das gibt's auch. Das. Klasse. Einfach von der Splittergranate nach dem Spawn wieder hochgejagt werden. Ist natürlich ultra geil. Ja. Und ich weiß nicht, wieso es auf meinem normalen Gaming-Fernseher nicht geht. Oh, diesmal keine Spawn-Verzögerung. Ich weiß nicht, wieso es auf meinem normalen Fernseher nicht geht. Da überträgt es irgendwie das Bild auf die Elgato, auf meinen Laptop, aber auf dem Fernseher habe ich kein Bild, nur Ton. Das ist irgendwie so total verbuggt und total scheiße. Und ich weiß auch nicht, ob es eine andere Map für Banküberfälle gibt. Weil ich mache es jetzt schon zum 4. Mal so ein Spiel. Und bis jetzt kam immer die Map. Und ich habe wieder kein Aim. Aber ich habe ihn immer getroffen. Oh, so ein Scheißdreck, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich wechsle mal meine Waffe ins Sturmgewehr. Vielleicht habe ich dann so ein bisschen mehr Genauigkeit. Spielen wir mal die Waffe.
So. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice, diese ganze. Die Map, die ist allgemein ziemlich nice, weil es ist so ein Bankgebäude, wo man rein muss, wie man vielleicht schon gesehen hat. Ansonsten so arg viel verändert vom Gaming-Prinzip, also von. Na komm, fickt euch doch, Alter! Ups, jetzt hab ich mir die Tasten schon umbelegt, aber ich krieg's trotzdem nicht gebacken. Oh, Verbrecher haben alles erbeutet. Okay, 0 zu 4, 125 Punkte. Das ist jetzt natürlich nicht die beste Runde, die ich geschafft habe. Aber eigentlich könnten wir jetzt noch eine Runde Hot irgendwas. Wie hieß das andere? Hot Fire oder Hot Wire? Irgendwie sowas. Habe ich noch gar nicht gespielt. Könnte ich eigentlich auch mal direkt hinterherhängen. Also da habe ich selber keine Ahnung, wie es jetzt abgeht. Aber ich werde aber mal reinschauen. Ich werde mir Battlefield Hardline wahrscheinlich holen. Aber ist noch nicht sicher. Ich denke aber mal schon. So, dann starten wir aber mal hier eine Runde Hot Wire. Downtown Los Downtown. Angeles has become a Quer durch car sechs Level against verteilt car befinden sich battleground markierte today. Fahrzeuge, Cops und. Skyline Ah, Road okay. from Das ist wieder Metro Cops gegen Zimbabwe has the Verbrecher. situation under control. Und mir Please gefällt stay diese confirmed. untere Leiste mit diesen Breaking News richtig nice. Also ich finde es echt. Echt schnieke. Das sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Was ich sagen wollte, das ist auch wieder so Polizisten gegen Verbrecher. Diesmal im Autos klauen. Kann ich einsteigen? Oh, nice. Wobei die Grafik in so einem Fahrzeug jetzt sieht auch nicht ultra, ultra krass aus, würde ich mal so sagen. Die Fahrzeuge nehme ich mir, ja, sind C. Na doch, A, B und C sind wahrscheinlich die Fahrzeuge. Dann macht es wahrscheinlich doch Sinn, dass ich da irgendwie hinfahre. Ja, in das kann ich natürlich nicht einsteigen, jetzt kann ich wieder zurückrennen. Oh, komm, nehmen wir mal das Auto hier. Ach cool, die haben die Steuerung optimiert. Nice. Wer vielleicht aus den alten Battlefield-Teilen dieses Gelenke mit dem linken Stick kennt, das fand ich immer so übel scheiße. Jetzt muss man auch auf RT Gas geben und LT bremsen. Das WTF? Ach so, das ist einfach so ein Teammate von mir im Auto drin. So, sind das jetzt die Autos, die wir brauchen? Ja, fast geht's for the win. Mann, Mann, Mann. Ja, das sind die Autos. Oh mein Gott. Leute, es hat auch ein Radio. Ich habe einfach so null Fahrskills. Und der repariert gerade sein Auto. Kann ich irgendwie schießen? Ah ne, ich habe die Sirene angemacht. Oder was? Ja, LB ist die Sirene. Falls ihr es mal. Falls ihr es selber zockt und nicht wisst. So. Ah, ich kann die Sicht also auch. WTF jetzt. Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, wo der hinkommt, aber hier. Squad, Squad, ja, kommt von mir rum. Nein! Oh, mit dem Revolver tötet er mich. Ich glaube, der hat auf mein Auto geschossen, so dass es explodiert ist. Was gibt's denn noch so? Magnum Scout Elite. Oh, in Snipen und Battlefield, Alter. Geht gar nicht. Habe ich echt null Skill. So, dann markiert. Ach so. Ja, klasse. Jetzt habe ich wieder Auto fahren, obwohl ich das irgendwie nicht kann. Aber immerhin kann ich die Sicht verändern. Aber nur so. Aber die Grafik ist echt nicht schlecht. Also das, was ich vorher gesagt habe, das war irgendwie scheiße. Aber mir gefällt die eigentlich echt ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, falls ich es gesagt habe, vielleicht auch nicht. Ich spiele auf der Xbox One und es war irgendwie gerade ein Lag. Ah, da ist der, den fand ich jetzt um. Das ist mein Kill. Das ist mein Kill! Was ist mit dem passiert? Hat der das überlebt? Das geht ja mal gar nicht. Okay. Aussteigen. Ja, fast. Warum ist mein Auto jetzt am Arsch? Das war natürlich jetzt sehr clever ausgestiegen. So. Okay, ich habe ein bisschen Fahrzeugschaden gemacht, aber auch plus ein Punkt. Das finde ich übrigens ultra nice, dass wenn man Assists macht, so viele Punkte bekommt, wie man den Gegner verletzt hat. Nicht so ein Scheiß wie in. Also es hat mich echt abgefuckt in COD, dass man irgendwie 25 Punkte Assist, wenn man ihn halb tot geschossen hat. Und es war's, wir haben verloren. 0 zu 1, würde ich mal sagen, eine richtig geile Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich weiß nicht, ob ich das Preview so richtig verkackt habe. Aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen informieren können über das Spiel. Wie gesagt, haut rein.